Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Aktuell sind wir hier so ein bisschen bei Gronia unterwegs und finden eigentlich auch ganz gut Items, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden. Unsere Listen füllen sich langsam, aber sicher. Es wird jetzt gerade Nacht, deswegen ich gehe nochmal kurz in Gronia rein und werde dort noch schnell eine Skulti holen. Die Frage ist, kann ich mir die überhaupt holen? Das könnte ein bisschen schwierig werden. Achso, war jetzt noch nicht Nacht, ne? Warte mal. Eine Sekunde nochmal kurz raus. Okay, jetzt ist Nacht. Genau, die eine Skulti will ich mir holen. Und dann sind wir hier auch schon wieder raus. Hä? Dann ist ja immer noch nicht Nacht. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Oder geht das nur als Erwachsener? Bin ich verwirrt? Ich bin verwirrt. Es ist aber Nacht. Gibt es die Skulti nur als Erwachsener? Die Verwirrung ist gerade sehr groß. Okay. Merkwürdig. Ja, also theoretisch, wir können auch hier rein. Zack. Da kann man sicherlich auch ein bisschen was holen. Bombenhammer. Ich weiß nicht, ob wir das Ding komplett abschließen können. Wir haben halt kein Schwert. Das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen auffällt, da reinzugehen. Ansonsten könnte ich mir echt vorstellen, dass es da... Oh, eine Fee. Aua. Geh weg. Ansonsten könnte ich mir echt vorstellen, dass es da ein bisschen was zu holen gibt. Bevor wir das aber machen, ich möchte auch noch hoch auf den Todesberg, das machen wir auch noch alles. Ja, aber bevor wir das halt machen, ich würde gern... Achso, das Tor ist ja gar nicht offen. Shit. I forgot it. Ja, ich weiß nicht, wollen wir da schon reingehen? Brauche ich zwangsweise das Schwert da drinne? Ich brauche auf jeden Fall Degu-Nüsse. Also nicht Degu-Nüsse, Degu-Kerne. Ich habe nur zwei. Das ist sehr wenig. Ah, schwierig. Ja komm, wir gehen erstmal oben jetzt. Ja, wir gehen erstmal oben auf den Berg. Death Mountain. Ich habe kein Schild. Wird also genauso gefährlich werden. Aber ich habe die Hasenohren. Kleiner Vorteil. So. Ja, sehr gut. Okay, ich bleibe erstmal kurz hier. Und dann hier noch einmal schnell hochklettern. Sehr gut, das war... Gute Leistung. Okay. Wir haben hier eine Feenquelle. Bomben wären auch schon wieder leer, ne? Das ist schlimm, wie schnell das geht. Auch nichts drin. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Mal gucken. Wo kommen wir da raus? Okay, hier in der Hütte. Gibt es zumindest ein Herzchen? Naja. Immerhin. Okay. Sind wir zumindest erstmal wieder full life. Das ist vielleicht nicht schlecht für den Krater jetzt hier. So, ich muss relativ schnell Oh. 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 Hey, wie geil. Das ist ja nice. Schön. Kann ich das mit allen Items machen? Wir haben eine Waffe, Leute. Okay, schon Probine. Ich habe jetzt nicht auf die Musik geachtet. Was hat man da?
Warte mal, Skuldi eintragen. Zack. Oh, geil, Alter. Renne ich hier als Jüngerling mit Mama rum. Ist das gut? Schön. Ah, da müsste ich die eigentlich auch easy mit wegkriegen. Alter, alle weggehauen. Nice. Na. Ich habe halt auch echt wenig Geld jetzt wieder. Hä, wie gut. Wie gut ist das bitte? Favoris Wind. Für Majora's Mask. Ja, das nehmen wir mit. Einfach zum Tempeleingang porten. Oder nee, zum... Ja, den letzten Ort aufsuchen irgendwie, ne? So. Ja, da ist ja, glaube ich, nichts drin, oder? Ich guck mal ganz kurz. Bomben? Ja, nehmen wir mit. Sehr schön. Okay, dann schnell nochmal ins Loch rein, damit die Zeit resettet. Hey, wie gut. Wie gut ist das bitte? Wir haben einen Hammer und den können wir benutzen als junger Link. Dann habe ich eine Waffe. Aber es zählt, glaube ich, nicht als Kukiri-Schwert, würde ich sagen. Skies of Arcadia, Dungeon Cave. Aber ich muss sagen, passt gut rein, die Musik. So, was haben wir da? Okay, 20 Rubine. Dafür lohnt es sich nicht, jetzt mein Leben zu riskieren. Nochmal kurz rein. Wofür es sich aber auf jeden Fall lohnt, da bin ich mir relativ sicher, ist hinten mal runter zu hüpfen. Und dann mit dem Hammersprung hinterher. Falls ihr wisst, was ich meine. So. Denn da unten auf der Plattform sind immer ein paar geile Sachen. Ah ne, shit, die sind da hinten. Okay, da gibt's richtig viele Schlüssel. Und da ist ein Schwert. Ah, das ist das zerbrochene Schwert, alles klar. Okay, da kommen wir aber aktuell noch nicht hin. Aber gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Nice, freue ich mich. Gute Sachen. Und wir können, ey, wir können den Hammer benutzen. Wie krass ist das denn bitte? Das kam halt echt super unerwartet jetzt, dass ich den Hammer benutzen kann. Okay, schön. Herzchen kriege ich doch. Ah, Bomben. Schön. Auch schön. Ja, ja. Nehmen wir alles mit. Okay. Dann bitte nimm mich mal kurz mit, Eule. Dann kommen wir bei Kakariko raus auf dem Dach. Ah, wäre jetzt eigentlich ganz geil gewesen, wenn Nacht gewesen wäre, ne? Da hätten wir vielleicht was absahnen können. Na egal. So, einmal hier runter. Wo kommen wir denn da hin? Ins Zelt. Okay. Ist also ein komplett sinnloser Eingang, weil im Zelt muss man halt auch nie hin. So, Frage. Kriege ich ein bisschen Geld von dir, wenn ich dir nochmal einen Huhn schenke? Ich brauche nämlich scheinbar wieder ein bisschen Kohle. Ja. Dankeschön. In den Brunnen könnten wir rein. Ich habe einen Hammer. Mit dem Hammer kann ich aber keinen großen Schaden anrichten. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich habe einen Hammer, Alter. Ich habe den Hammer. Wie geil ist das? Ich freue mich gerade mega. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zur Gerudo Area. Würde ich sagen. Und dann würde ich mal... Ja, ich würde, glaube ich, dann mal zu den Soras gehen. Ja. Und bei den Goronen können wir auf jeden Fall in den Tempel rein. Also in den Dungeon. Dodongos Höhle. Sollte funktionieren. Geil. Wir können ein bisschen was machen, Leute. Freue mich. Vor allem, was wir für krasse Items wieder bekommen haben, ne? Es ist jetzt halt nur die Frage, können wir diese Items, die wir jetzt für Majora's Mask bekommen haben, oder auch die Sachen, die wir für Ocarina of Time jetzt bekommen haben, hier die Bombenmaske. Ich hoffe, das können wir halt auch nochmal in Ocarina of Majora's Mask oder jeweils im anderen Spiel finden.
Und nicht, dass das dann weg ist einfach. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also wie die Hover Boots, ne? Die haben wir jetzt für Majora's Mask gefunden. Ist sehr cool. Wahrscheinlich auch in einigen Situationen nützlich. Aber ich hoffe halt, dass wir die auch in Ocarina of Time finden, weil brauchen wir ja. Damit kann man ja sonst den Dungeon nicht machen. Deswegen, ich hoffe sehr, dass es die auch noch dort gibt. Sonst stelle ich mir das ein bisschen problematisch vor. Naja. So, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt einen Huhn, holen uns einmal das Item, was bei der Leiter hinterm Wasserfall ist. Wir könnten theoretisch jetzt auch mit dem Hammer... ...unten den Stein weghauen. Machen wir später. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ich gehe jetzt erstmal zur Leiter. Bam. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Ist hier hinten eigentlich irgendwas? Alles klar. So, dann gehen wir jetzt einmal hinter den Wasserfall. Und holen uns... das ist, glaube ich, das Kuldi-Symbol, wenn ich das richtig sehe. Oh, der Elder Scrolls. Am Tag war ich noch gar nicht hier, glaube ich, ne? Der Elder Scrolls. Alter, was hier für Musik drin ist. Krass. Jo. Das Kuldi-Symbol. Leider nur. Nummer 12. Okay. Gut, weiter geht's. Wir tauchen dann jetzt direkt durch zu den Soras. Da können wir jetzt auch nicht so viel machen. Es gibt ein Herzteil. Also ein Herzteil theoretisch. Ob jetzt wirklich eins da ist, das ist die andere Frage. Es gibt einen Shop. Mal gucken. Mal gucken, was wir ausrichten können. Ich hätte ja gern mal Schild und Schwert. Das würde mir sehr gefallen. Na, 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 na. Aber ich denke mal so als Notfalllösung, Dodonkos Höhle, sollte mal angehen. Schön. Guckt euch das an, ey. Wie ich hier rein smashe. Ah, auch ein paar Deko-Nüsse, sehr gut. Auch ein bisschen Items wieder. Bisschen Verbrauchs-Items auffüllen. So. So geil. Ich hoffe, ich kann noch mehr Items als Kind benutzen dann. Ja, stimmt. Krabbelminen? Kann ich die als Kind benutzen normalerweise? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Schön. Na, 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 na. Nee. Hier muss ich hin. Okay, auf geht's. Mal sehen, was wir Schönes einsacken können. Super Smash Bros. Aus der Mele. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal ein Loch. Das müsste funktionieren. Du-du-du. Da-di-da-di-da-di-dai. Jo. Okay, schauen wir mal. Ah, okay. Stimmt, wir haben ja auch Deku-Sticks. Schon wieder ganz vergessen. Alter. Saya ist ein Killer. Das ist normalerweise auch nur so eine kleine Schatzkiste. Ich frage mich, wie hoch die Summe an den Rupor-Rubinen ist. Traurig, dass es nur Minus-Rubin war. Das ist halt so ein Secret, das kennt auch nicht jeder, ne? Und da jetzt einfach mit so einem Minus-Rubin belohnt zu werden, ist schon traurig. Okay. Shit happens. Was haben wir hier drin? Normalerweise laden. Oh, sehr schön. Gibt's auf jeden Fall eine Skuldi.
Ich mach direkt mal den. Immer diese Feen. Na gut, das war's dann auch schon hier. Schade. Oder haben wir hier sonst noch was? Nee, ne? Ich glaube, das war's. Ja. Schade. Aber gut, dann müssen wir wenigstens nicht nochmal herkommen. Ich sehe es mal positiv. So, dann können wir die Fackeln halt auch anzünden. Dafür gibt es auf jeden Fall eine Schatzkiste. Normalerweise ist da ein Herzteil drin. Dem Sora-König müssten wir seine Flasche geben. Also den Brief von Ruto, damit er uns durchlässt. Den haben wir noch nicht. Und hier können wir mal eine Runde tauchen. Da kriegen wir auch ein Item. Mini-Spiele ist immer Link's Adventure. Na, na, na. Ist auch eine schöne Musik. Ist hier die Stadtmusik, ne? Townmusik. Hat man normalerweise auch so viel Zeit? Ist das easy? Jo, 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 jo. Ich komme. Jo, gibt's nochmal zwei Items. Mal gucken, was wir kriegen. Und, ja, danach Goronia, würde ich sagen, oder? Also, Dodongos Höhle. In Goronia könnte man theoretisch auch nochmal rein. Da können wir noch ein paar Steine kloppen mit dem Hammer. Jetzt, wo ich das weiß. So, was gibt's denn Schönes? Aha. Schade. Naja. Du, du, du. Da, da, da. So, let's go. Einmal alle Fackeln anzünden. Eine Flasche wäre halt auch langsam mal praktisch. So, so. Dann hätten wir das auch. Fabelhaft. Schade, nur Bomben. Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig. Theoretisch könnte man unter dem Wasserfall, bevor man jetzt hier reinkommt, auch noch Items finden. Da können wir mal nachschauen. Ich glaube, da haben wir auch schon öfter mal Items gefunden. Und wenn nicht, können wir ja direkt auf dem, ja, auf dem direkten Wege wieder nach Goronia. Okay, theoretisch funktioniert das, aber ich glaube, man... Okay, geht nur als Erwachsener Link, glaube ich, mit Eisenstiefeln dann. Schade. Okay. Dann sind wir hier ja auch erstmal wieder fertig. Aber Leute, ich muss sagen, es läuft gerade relativ gut, muss ich sagen. Ja. Wir haben ein paar schöne Sachen bekommen. Auch in Majora's Mask könnte man ein bisschen was machen, aber ich hätte gern die Ocarina in Majora's Mask erst. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, sonst kriegen wir da irgendwann Schwierigkeiten. Ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn wir dann einfach sterben. I don't know. So. Bisschen Zeit haben wir noch. Ich werfe jetzt hier nochmal eine Bombe rein. Ich will jetzt noch wissen, ob das mit dem lachenden Gesicht schon war. Das hier. Haben wir das schon gehabt oder nicht? Ich weiß es einfach nicht. Ja, so finden wir es nicht raus. Gib mir ein Smiley. Ja, das war kein Smiley. Aber ein paar Bonjus gibt's auch. Naja, egal. Ich glaube, ich hab's schon gehabt. Wir hoffen einfach mal, dass es so war, oder?
Letzter Versuch, wenn jetzt kein lachendes Gesicht kommt, geh mal nochmal oben hin und hau nochmal ein paar Blöcke weg. Jo. Okay. Ich glaube, wir hatten es schon. Aber das Geld nehme ich gerne mit. Oh, so viel war das gar nicht. Schade. Ey, das war doch voll der dicke Rubin. Meine Güte. Okay, gehen wir mal gucken, ob wir mit dem Hammer noch was ausrichten können. Zack. Da-da, da-da. Schön, ich freue mich. Oh, die sind alle wieder da. Shit. Oh, theoretisch müsste auch nur noch ganz da hinten was sein. Ich glaube, da ist noch eine Schatzkiste, oder? Ja. Ist das geil. Ah, 5 Rubine. Schade. Nichts Besonderes mehr bekommen. Naja. Shit happens. Okay, Leute. Dann, der Part neigt sich wieder dem Ende zu. Ich würde sagen, wir gehen noch in die Dongos Höhle. Damit ich weiß, im nächsten Part geht's dort weiter. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wir haben gut was gefunden. Wir haben den Hammer für uns entdeckt. Ich denke, Dodongos Höhle können wir tatsächlich abschließen. Ich bin da echt guter Dinge, dass das funktionieren sollte. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Bomben, wir haben Hammer, wir haben Deku-Sticks. Ich denke, wir kommen damit klar. Ich denke, wir können Dodongos Höhle komplett abschließen. Nicht komplett, aber wir können Dodongos Höhle abschließen. Das sollte möglich sein. Nice. Okay. Leute, ich bedanke mich. Achso, vielleicht ist das auch ein Random. Nee. Okay, dann let's go. Im nächsten Part geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.